up on cloud number 9:04 Minuten, hier ist die Antenne Frankfurt, hier ist die Hinz und Kunz Show. Ein Schwert zu schlucken ist schon schlimm genug, aber damit jetzt auch noch Sit-Ups zu machen, ist für mich tödlich. Auf jeden Fall wäre es das. Aber man könnte sich das anschauen, dieses Spektakel, am kommenden Montag hier bei uns in der Commerzbank Arena, denn das Rekordinstitut Deutschland will 7 Weltrekorde hierher nach Deutschland holen, unter anderem dieser Weltrekord mit dem Schwert schlucken und Sit-Ups machen. Franz Huber aus Oberbayern. Mensch, du willst das Ganze hier auf die Beine stellen am kommenden Montag. Erklären Sie mal ganz kurz, was hast du vor? Ich habe vor, einen Rekord aufzustellen, die meisten Sit-Ups mit geschlucktem Schwert zu machen. Also, ein Schwert schlucken und dann damit auch noch Sport machen. Wie kommt man bitte schön auf diese bescheuerte Idee? Nee, das nicht. Also grundsätzlich war schon immer eine Faszination da, was der menschliche Körper so mit Konzentration und Willenskraft zu leisten imstande ist. Mhm. Und das vereint Schwertschlucken eigentlich alles ganz gut. Und darum habe ich das versucht und hat dann auch funktioniert nach einigen Monaten zum Üben. Und ja, jetzt bin ich soweit. Das heißt, man muss sich das Training da wie vorstellen? Wie oft hast du mal eben ein Messer so im Hals, nur so zu Übungszwecken? Ja, im Prinzip, Schwertschlucken selber beherrsche ich ja mittlerweile. Mhm. Was eher zum Üben war, waren dann auch damit Sit-Ups zu machen. Also die Bauchmuskeltraining, weil es doch ein bisschen andere Stellung ist, als wie wenn man normale Sit-Ups macht. Mhm. Und das alles herauszufinden, wie das zusammenpasst, war eigentlich die größere Arbeit. Ist doch jetzt aber wirklich monstergefährlich. Was sagt deine Familie dazu? Ganz am Anfang waren die natürlich zweigeteilter Meinung. Ja. Einerseits stolz, dass ich sowas machen kann. Andererseits haben sie natürlich Angst gehabt um mich. Mittlerweile stehen sie aber doch voll hinter mir und sie wissen genau, dass ich weiß, was ich tue und unterstützen mich dann natürlich jetzt auch. Gibt es denn da eigentlich schon einen Vorrekord oder ist das was komplett Neues, was du da machst? Es gibt viele verschiedene Weltrekorde in Bezug auf Schwertschlucken und ich weiß zum Beispiel, dass es auch einen Rekord gibt mit Push-Ups, also Liegestützen. Mhm. Und ich dachte mal, was kann man noch machen mit Schwert und da bin ich auf Sit-Ups gekommen und habe das dann geübt und hat auch ganz gut funktioniert. Ja, danke schön Franz, wir drücken dir am Montag auf jeden Fall die Daumen, bitte, bitte lass dir nichts zustoßen, dass da nicht irgendwie das Messer irgendwie falsch verrutscht. Nur einen Tag nach dem Spektakel in der Commerzbank Arena, eben am Montag, wird es dann schon Dienstag das Buch der deutschen Weltrekorde geben. Das heißt offiziell Weltrekorde made in Germany, Österreich und der Schweiz.